Hey guys, Flash Kick. Wow. Flash Kick. Yeah. Oh, okay. Der auffälligste Tom Cruise aller Zeiten. Wie geht's euch? Super. Ja, ich habe sehr viel trainiert in letzter Zeit, weil ich weiß, ihr seid alle Actionstars. Zeig mal dein Sixpack. Ich komm da gerade nicht dran. Aber ich hab ein Dragon Ball T-Shirt an. Oh yeah. Oh, super Pluspunkt bei mir. Schon mal. So, mal gucken, ob ich das mit dem Namen kriege. Es ist Eugene. Es ist Eugene. Eugene. Danke. Wie das Getränk. Eugene. Gin. Okay. So wie du. Eugene. Hi, Eugene. Sehr gut. Good. Victoria, ist es dann sowas? Ja. Chan. Fong. Genau. Und Cha. Cha. Ja. Ich habe euch ein richtiges Top-Casting besorgt. Schön. Was passiert in Plan B, scheiß auf Plan A. Es sind vier Chaoten, ja, die es eigentlich bringen wollen. Die wollen es so ein bisschen packen und die kommen halt in eine schwierige Situation. Ja. Jetzt sind die gezwungen, ihren besten Freund zu retten. Ja. Und dann geht's los in eine Schnitzeljagd. Auf jeden Fall eine Menge Haut-drauf-Action, ein bisschen Baller-Action, Fight-Action. Wir tun, was wir tun müssen und bringen die Sache schnell über die Bühne. Wer kam denn auf die Idee, Plan B zu machen? Ja, also für uns drei hat die Reise ja vor Jahren angefangen und dann haben wir uns einfach entschlossen, ein Drehbuch zu schreiben. Dann ist daraus halt Plan B entstanden und mehr Körperbeherrschung bitte. Ja. Genau. Ja, läuft bei dir. Hat was, einen Kick? Hat was. Hey guys, Flash Kick. Wow. Hey. Flash Kick. Das ist eine Tanzeinlage, aber. Genau. Die Zuschauer können sich drauf freuen. Ich habe wirklich sehr, sehr lange auf ihn eingeredet, endlich diesen Film zu machen. In den Kampfsequenzen bin ich das natürlich, weil er... Was die umhauen wird. Das Geile ist halt, im Trailer wird... Also ich spiele ja in Plan A sehr viele, viele Szenen, wurde dann rausgeschnitten, jetzt ist Plan B draus geworden. Und ich habe ja eine feste... ich bin in Plan C und D... Eugene, danke. Du bist ja eigentlich Tänzer, oder? Ich komme vom Tanz, ja. Durch die ganzen Tanzjobs, Tanzveranstaltungen sind wir zusammengekommen, haben uns angefreundet. Was muss in einem richtigen, geilen Plan B Actionfilm denn so passieren? Ich meine, das ist... Norris Roundhouse-Kick. Will auch nicht fehlen, ne? Hat was. Ich finde, der Film sieht sehr international aus. Very international. Ich finde, die Kamera ist der Wahnsinn. Also, das finde ich persönlich immer wichtig bei einem Actionfilm, dass es auch geil ausschaut. Vor allem die Endkämpfe sehen aus ein bisschen wie ich würde mal sagen, Street Fighter, The Movie, aber der Gute. Aber in gut. Schon ein bisschen slimy, aber auch schon gut. Dass sie begeistert sind, dass sie sehen, was in Deutschland alles möglich ist, actionmäßig. Und sich mehr erhoffen. Sich dann mehr, vielleicht einen Plan C erhoffen oder so, wäre natürlich super. Auf jeden Fall ist da noch was. Da kommt auf jeden Fall noch was. Auf Spaß. Das ist eine sehr gute Frage. Eugene und ich werden ja oft auf der Straße verwechselt und ich habe ihm ja, wirklich alles beigebracht. Und, genau, ja. Gut, Leute, also ich habe wirklich hart trainiert. Ich habe MMA. Kämpfen gemacht, also so eine Stunde. Danach geil, war ich drei Tage im Krankenhaus, aber danach würde ich sagen, ich bin bereit für den Film, für Plan B von mir aus. Ich meine, ich mache nur so einen Roundhouse-Kick. Ich glaube, da ist also das kann man. Ich weiß nicht, wie ihr das einbauen könnt, aber das sollte im Film irgendwie vorkommen, oder? Ja. Ich kann ja immer so ins Bild kommen und dann laufen alle weg, weil sie nicht wissen, die sehen die Kabel nicht oder so. Also okay. Mit anderen Worten, du willst in unserem Film mitmachen. Ich glaube, du hast was verpeilt, also Plan B. Schon abgedreht. Ist schon vor drei Jahren abgedreht worden, also von daher. Wir müssen auch jetzt weiter, deshalb genau. Ewig Zeit. Wir quatschen danke für das Interview. Okay. Bis zum nächsten Mal. Aber wie komme ich denn jetzt wieder hier runter? Eugene! Plan B, scheiß auf Plan A, 8. Juni im Kino. Wir haben noch eine Sache zu sagen. Komm rein, Mann.
Geiler Film, Leute. Geht ins Kino. Macht wirklich viel Spaß. Ohne mich, garantiert, aber mit den vier Jungs, die hauen richtig auf die Kacke. So sieht's aus. Danke sehr. Geht ins Kino!